An seinem 80. Geburtstag verneige ich mich vor dem großen Theologen und Bischof Karl Lehmann in Dankbarkeit und Freundschaft. Er ist ein überragender Theologe der Ökumene. Er weist immer wieder auf das hin, was erreicht wurde im ökumenischen Miteinander, vor allem auf theologischem Weg. Er fordert uns dazu auf, das nicht wieder zu vergessen. Das kann uns dabei ermutigen, auf das Reformationsjubiläum 2017 in einen Geist zuzugehen, der davon überzeugt ist, dass die Mehrzahl unserer Kirchen keine Besorgnis auslösen muss, sondern mit Wertschätzung gestaltet werden kann. Er ist ebenso ein großartiger Theologe der Freiheit. Die Religionsfreiheit ist ihm ganz besonders wichtig. Er möchte werben für ein Miteinander der Religionen, das durch Toleranz geprägt ist und das den Geist der Gewalt hinter sich lässt. Und er ist ein Theologe gelebter Verantwortung. Das hat er praktiziert in seinem Amt als Vorsitzender der Bischofskonferenz. Zu den glücklichsten Jahren meines Lebens gehört die Zeit, in der ich mit ihm zusammen unsere Kirchen öffentlich vertreten durfte. Von Herzen wünsche ich Karl Lehmann Gottes Segen und Geleit für die Zeit, die vor ihm liegt.